Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trends Version. Korrektur auch noch zu den letzten 5 Parts, Version 2.02, Beta, Revision und 865 ist das gerade. Genau. Die hatten wir auch schon letzte Woche, wo wir dann behauptet haben, das ist Version 2.03, das war inkorrekt. Mit dabei ist der Kibbel. Hallo, hallo, hallo. Und mit dabei ist die Mary. Hallo. Hallo. Habe ich euch beinahe vergessen. Nein. So, das letzte Mal, da haben wir hier alle einschlafen lassen und jetzt gehen wir die Treppen hoch. So. Genau. Geht weiter. Das Windkönigreich Rolante. Sind wir mal wieder da. Juhu. Was gibt's? Ach, verdammt. Ich hätte mal erst den Rand gucken müssen, ne? Ich weiß nicht, sind nix. Vielleicht gibt's eine Kiste irgendwo. Bestimmt. Klar, die Dame. Wäre doch blöd, wenn nicht. Ich komme nicht weg. Einen doppelten Seiteneingang. Die sind ja heftig. Und eine goldene Statue. Ich glaube, das war der richtige Weg. Ich behaupte, wir sind jetzt direkt auf dem Weg zum Endgegner, ohne vorher mit irgendjemandem gesprochen zu haben. Ich glaube, lieber nochmal zurück. Ja, lass uns mal die Etage nach unten gucken. Okay. Aber du hast, glaube ich, recht, Zucker. Wir sind jetzt wirklich ein bisschen da unten ist der Kerker oder so, ne? Das ist der Treppenaufzug. Nee, der Treppenaufzug. Der Hintereingang. Ich hab Angst. Nein, geh nicht rein. Endbus, komm hin. Sieht schon so endbusmäßig aus hier. Das sieht aus wie ein Orb. Also, nein, nicht wie ein Orb, aber halt wie so ein Ding, was man nicht andrücken kann. Was ist denn hier los? Da müssen wir auch später mal hin. Drücki. Da müssen wir auch später hin, weißt du wann? Ich nehme mal an, wenn wir mit diesem Schloss fertig sind. Ja, irgendwie passiert hier unten nämlich dann was. Da haut dann einer ab oder so. Irgendwie war da was. Ach man, nee. Ich hab's voll zugelaufen. Lass uns mal klein in die erste Tür gehen. Wollen wir nochmal speichern? Genau, wir haben was Wichtiges gemacht. Ne? Wir haben einmal nichts gemacht. Das müssen wir schon mal speichern. Ja. Ich würde es verlieren, den wichtigen. Ja. So, das kommt rein. Lass es mal hier. Warte mal, die Mary, die hat sich verlaufen. Was machst denn du? Geh einfach zu, Mensch. Ich komm da nicht mehr weg. Ja. Ich glaube, ich auch nicht mehr bewegen. Mir doch egal. Geh jetzt mal in die Mitte rein. Nee, in die Mitte, nicht da. In der Mitte. Ja, aber hier ist doch die große Tür. Soll ich Bug you sehen? Da ist jemand tot. Ich bin tot und ich spreche nicht mit jedem. Ja, weil der ist tot, ne? Weil das uns. Oh. Okay. Ich glaube, der spricht nicht mit jedem, weil der einfach tot ist, oder? Möglich, ja. Er schläft nur. Also da geht's so, ne? Ja. Das hier ist ein Kinderfilm. Hier stirbt niemand. Es gibt höchstens ein großes Aua-Aua. Überlass es uns. Viel Glück. Los, steh auf, Mann. Nee, warte mal kurz, bevor wir da lang gehen. Aha. Gucken wir erstmal, ob hier ein Hintereingang oder Ausgang. Ja, siehst du. Das war noch ein tödlicher. Er wurde getutet. Das war bei Turok, bei irgendeinem Turok. Da gibt es doch so, ja. so ein Deathmatch Turok fürs N64. Rage Wars. Gut möglich. Und jedenfalls war die Lokalisation von diesem Spiel echt super bombig, denn wenn du jemanden abgeschossen hast, dann wurde der getütet. Nee, getutet. Echt? Ja, der wurde getutet. Ich hab damals die Uncut-Version gleich geholt, deswegen weiß ich nicht. Ich hab nie die deutsche gespielt. Da oben war noch eine Tür, waren wir da schon drin? Ich weiß nur, dass die deutsche stark. Nee, da unten brauchen wir nicht rein. Nein. Warum nicht? Da waren wir da schon dabei. Warum? Ach, Kibbel. Ja. Du bist vielleicht ein bisschen lauter als Mary. Okay, na gut, kann ich jetzt nicht ändern. Tja. Da muss die Mary mal richtig das Mikrofon reinbrüllen. Ich möchte, dass die Nachbarn dann am Ende bei dir klingeln und dann fragen, was da los war. Das geht ab, Mann. Auf jeden Fall, die deutsche Version von Rage Wars stark geschnitten, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Genauso wie Turok 2 auch geschnitten war am Ende. So, ich glaube, das war's, ne? Nee. Ja. Wie, nee? Zwei Gänge, einmal den und einmal da unten in der Mitte. Gegner. Oh, da ist ein Gegner! Oh mein Gott! Ein Ninja! Ein Arc-Ninja! Ja. Warte mal, lass mal hier nochmal. Dann lass uns nochmal in den mittleren Gang nochmal gucken. Ich glaube, geht's weiter. Hoch. Und zwar.
Den einen Gang, den haben wir nämlich auch noch nicht. Hast du gerade gesehen, der Typ hier, der ist erst hingefallen. Ja. Echt? Ja. Okay. Lass uns nochmal gucken. Nein, achte mal genau drauf auf so einen Typen. Hier waren wir doch nicht, oder? Ja, natürlich. Die werden bestimmt von denen wieder K.O. geschlagen. Dann sagen sie, ach, die schlafen nur. Nee, da waren wir nicht jetzt. Nee, jetzt ist auch nicht umgefallen. Das sah bei mir gerade so aus. Nein, hier waren wir nicht. Mal guck, hier gibt's einen anderen Gang. Wir waren doch schon da. Nein, hier waren wir nicht, siehst du doch. Da würde mich auch einmal interessieren, ob es da links lang geht. Weil rechts ist ja da, wo wir eh lang müssen, im Grunde. Nee, gut. Hm. So, jetzt aber wollen wir mit der Story ein bisschen fortfahren. Die Leute schlafen schon ein vorm Fernseher. Warte mal, jetzt kommen wir runter oder geradeaus? Oh, ein Ninja. Dark Ninja. Dark Ninja. Der Ark Ninja. Lass mal in die Tür rein. Nein, ich will die Treppe runter. Tja. Weißt du, wo wir das sind? Ich sagte, wo wir sind. Da waren wir doch gerade. Ja. Genau. Oh, ich wollte den Shuriken. Shuriken. Boah, da hat gar nicht rein, ne? Drei Güter. Ich hab mir, glaub, 60 gezockt, oder was? Jetzt haben wir aber da oben den Weg vergessen. Finde ich nicht cool. Mir geht es gut. Der Feind ist oben, nehmt die rechte Tür. Okay. Ich wollte nicht mit dir sprechen, du Blödes. Weißt du, mir geht es gut. Der Feind ist oben. Nein. Oh mein Gott. Sieg. Das war auch, ich weiß, was der sagt, was die sagt. Die sagt doch, der Feind ist oben, ne? Nehmt die rechte Tür. Jetzt könnte man sagen, oh, jetzt gehen wir wieder rauf. Da war ja noch eine Tür, ne? Aber, ja. Ne, geht ruhig mal auf, ne? Was macht die? Ich weiß nicht, was er macht. Ja, ich sagte nämlich nicht gleich, dass das übersetzungsmäßig auch wieder total, naja, nicht total, aber zumindest nicht gerade stimmig ist, sagen wir es mal so. Weil hier ist ja nicht der Infos. Man könnte aber das ableiten von dieser Übersetzung. Im Grunde hat die aber gemeint, nimmt die rechte Tür und dann geht nach oben. Und nicht geht nach oben und da ist der Feind und so. Also muss man, guck dir mal die Übersetzung genau an. Mach mal. Pass auf. Na, ich muss ja erstmal den Ninja töten. Genau. Die Sau hat sich versteckt. Der Ark Ninja. So. Ne, klein. Mir geht es gut. Der Feind ist oben. Nehmt die rechte Tür. Man könnte jetzt sagen, wenn man schnell liest beim Kampf, gehen wir hoch, treffen wir mal Füße, ne? Ja. Und boah, tatsächlich, das Shuriken macht 60 weg. Ja, ich sag's doch. Also ich würde hier schreiben, mir geht es gut, geht rechts den Gang entlang und der Feind ist oben oder so. Weil hier ist ja auch nicht meine Tür, das ist nur so ein Gang oder so. Hm. Nee, von der Tür, doch, neben rechts die Tür. Ich würde erst rechts die Tür erwähnen, bevor ich oben sage. Mhm. Hat Sinn. Genau, umgedreht machen. Dann kommt man nicht durcheinander, wenn man es liest, weil sonst denken wir, oh, die Treppen zurück. Ich bin jetzt schon durcheinander. Huch, ich dachte, das war ein Schild, dabei war es ein Schwert. Nee. Der Koma klingt. Die Koma klingt. Mary macht wieder Luft-Moves. Genau, Kibbel, mach mal auf. Traumkraut. Ja, das ist ein Item, was wir unbedingt brauchen. Total. Das ist doch unser Red Herring. Ja, und ohne den bist du nix. So. Du, es wird schlafen wieder. Guck mal, ich bin dumm gewogen. Ja. Das passt doch zu einem Dieb. Ja, ne? Eigentlich schon, ja. Wir rocken jetzt hier die Burg. Racheengel. Die ganze Burg. Hey, was geht ab? Wir rocken die ganze Burg. Die ganze Burg. Hast du gesehen, wie ich das Schwert geschlagen habe? Ha. Hallo. Und, Alle gleich wieder hinrennen. Oh, ne? Mann. Seltsamer Samen. Seltsamer Samen. Spezialsamen. Ich möchte gar nicht wissen, was du jetzt meinst gerade. Nicht diesen Samen, den du jetzt denkst. Ich denke an Blumensamen. Da leben wir runter. Wer macht hier schon wieder Updates? Also ich mach keine diesmal. Ich geh da lang, tschüss. Was willst du denn da? Wir müssen speichern, geh zurück. Da. Wie speichern? Das ist vollkommen überbewertet, das Speichern. Nee. Da und hier speichern am Arsch. Ja, das hätte ja sein. Mir ist noch ein Schwert. Bam, bam. Huja, huja, huja. Bam. Sieg. Yes. Nein. Okay. Oh, oh. Ich mach die Augen zu und drück jetzt. Und? Ja, das hat funktioniert. Ich wollte unbedingt die Pfeile haben. Das wäre immer, was er auch im Internet gerade macht. Er macht mal zu, bitte. So, wollen wir jetzt hier oben weiter? Ja.
Oh, ein Level 11 Ritter. Die sind genau unser Level, die Ritter. Kilby, machst du noch mit? Blick. Hilfe, ich sterbe. Oh mein Gott. Weil du dich nicht bewegst, deswegen. Ja, ja, ich stand bloß kurz. Weil die Nächster Ritter im Internet surfen, Kilby. Mach ich nicht. Du ich weißt, wie das endet. Ich hab das jetzt ausgeschaltet. Bleib einfach im Spiel, dann leckt's halt. Mir doch egal. Nee, ich hab's jetzt komplett mal ausgeschaltet. Wow, Trefferquote also runter. Jetzt. Nicht, dass ich am Ende dran schuld bin, deswegen mach ich's gleich mal ganz aus. Hast du dir dein Internet ausgemacht? Aber, nee, mein Computer komplett ausgemacht. Also, es muss ja irgendwas anderes sein. So gilt immer noch. Nö, bei mir geht's. Echt? Ha! Verdammte Scheiße! Die hat doch vorhin nicht geguckt. Juhu! Oh, oh. Nee, nicht Juhu. Lass in Ruhe. Naja, klar, Juhu. Es gibt Erfahrungspunkte. Die hat ja keine Chance gegen uns. Ich bin ein Dingens. Dieb. Benutzt euer Super. Die Erfahrung kriegen? Ach, naja. Das wollte ich machen. Cool. Die schade. Sehr nett. Ich hatte es einmal, ne? Das weiß ich noch. Eine Fratzentruhe und dann kommt eine Truhe mit nochmal einer Fratzentruhe. Ich gehe mal Mary unterstützen. Ich bleib mal in der Mitte, damit ihr weiter gucken könnt. Oh. Okay, Bill. Ich, ja? Mhm. Ja. Entscheiden Sie sich jetzt. Ah, ne, entspann mal. Ich mach mal auf Vitalität mal wieder mal ein bisschen was. Da haut sich die Vitalität. Schau mal die Vita-Bonbons rein. Vita-Kraft. Die wollen wir nicht meinen Super. Aber die Kisten, weil du sagst, die bringen so viel Erfahrung, die haben 18 gebracht. Ja, besser als gar nichts. Aber die waren auch easy peasy, die Truhe. Ja, so ein Monster bringt ja gleich mal 20, ne? Ja, okay. Also die Kisten bringen jetzt ein Würfelspiel. Aber lieber so eine Fratzentruhe, als irgendwas anderes, was fies ist und viel abzieht. Warte mal, nee, lass mal hier die Tür reingehen, hier rechts unten. Jetzt lass mal den Gegner abschlachten. Das sieht aber aus wie Endgegner. Nein, links ist definitiv ein Endgegner. Hier ist der Speicherpunkt. Oh. Oh, gut. Sag ich? Ich hab's gesagt. Ja, gute Arbeit. Ja, good luck. War das Absicht? Ja, frag ich mich gerade. Meine ist egal. Also so ist nicht. Sie auch mal so ein bisschen, damit wir dann, ne, weißt schon, wechseln können, falls wir mal einen Bug haben. Ah. Sieg. Und flieg. Sieg und flieg. Und steig. Sieg und flieg. Die Liebe. Oh, jetzt Endboss. Auf bei oh Gott. Genova erscheint. Ich bin der Genova. Ich kämpfe gegen das Feuer. Aber nur mit Items? Eismünze. Obwohl Eis gegen Feuer. Okay. Da haben wir gar nicht Licht. Ja, Licht ist immer gut. Licht gegen Feuer. Alle Gegner. Voll die. Kriegt er erstmal mega fett auf die Omme? Wow. Omme! Oh. Der hat reingehauen. Oh. Oh, und da kriegt jemand Level. Scheiße, Stärke kann ich nicht nehmen, das ist doof. Und Vitalität auch nicht. Na, dann nehme ich halt die Agilität. Ist ja okay. So, Ton. Warte mal, haben wir denn noch Münzen? Was machen die? Haben wir. Aber erstmal lass den kleinen Ton machen. Genau, diese Harpy oder. Jetzt. So, jetzt. Okay. Genau, Mary ist für das Zaubern zuständig. Genau, Mary macht. Licht. Mary macht einen Mage. Macht eure Supers. Fallen Level 2. Oh yeah. Aua, Steinchen. Auch klingt irgendwie komisch, ne? Fallen Level 2. Fallen Level 1. Das kommt bestimmt nur ein paar Sterne. Hey. Ach, das ist die Falle, okay. Cool. Alle Gegner. Ja, das sind viele. Krawuschel. Aber warum Fallen? Ich würde schreiben Falle Level 1. Nee, das ist ein Zauber aus dem Pool der Fallen Level 1. Mann, immer kriege ich's ab. Ja. Ach so, das meinst du? Ja. Das ich bin klein!
Nein, ich bin klein. Oh mein Gott. Ich kann dich aber nicht hämmern, da bleibst du ja klein. Du hast doch so Tambo. Ja, aber der bringt doch nichts. Bin ich am Verrecken. Wenn doch, der bringt was, der macht's wieder groß. Nein, mit dem Hammer bleibst du klein. Nein, der macht auch wieder groß, Mann. Ich hämmer mich gleich selber. Ich kann nichts machen. Toll, der hat jetzt völlig besser. Na, den muss ich mal langsam groß machen. So, I'm on my way. Jetzt wird gehämmert und wetten, die bleibt klein? Nein, die wird groß. Es fängt an zu glühen. Oh Mann. Immer ist wieder recht für deine Unwissenheit. Tja, Kibbel. Ja, genau. Mal, nee, bei dir lohnt sich schon eine Schokolade, glaube ich, oder? Ja, klar. 231. 200, ja. 300 bringt ja aber, okay. Was, 300? Mhm. Naja, dann lohnt sich nicht. Aber brauchen wir jetzt wenigstens die Bonbons nicht verschwenden. Die sind für mich besser. Ja. Ja, und ich werde mir mal eins genehmigen. Und Mary kann sich dann ja auch gleich eins holen. Ja, mach ich auch. Der Pig lutscht lieber Bonbons. Ich nutsche. Lutschen. Lutsche. Ich nutsche. Ich nutsche. Mit N. Ja, keine Ahnung, was du machst. Auf jeden Fall isst du gern Bonbons. Sag mal, er muss langsam tot sein. Hier. Was ist das? Die sollten besser werden. Angriffskraft drauf, ach so. Ja, der macht, der wird ständig härter. Okay. So. Oh nein. Na komm schon, Mann. Da musst du eigentlich mal verrecken oder so. Oder mal ein Zeichen von, ich kriege schwach. Schwäche. Ah. Ja. Wie aufs Stichwort. Das ist das Schwächesignal. Es gibt ein Erdbeben. Bam, 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 bam. Sie sind empfindlich dagegen, wenn man ihnen den Kopf abhaut. Meinst du? Kann ich mich immer wieder totlachen. Ein Ausgang erscheint. Und ich krieg Level. Das ist nicht schön. Oh, endlich. So. Ich mach mal Geist hoch. Mary erweitert ihren Horizont. Genau. So ist es. Bill. Ben, ich bin es, Pig. Wisst ihr nicht mehr, wer ich bin? Wacht auf! Das passt in dem Zusammenhang nicht so richtig. Weil der weiß ja noch gar nicht, was mit denen los ist. So. Was? Naja, der sagt jetzt doch gleich hier, was ist mit euch los? Wacht doch endlich mal auf. Der, woher sollen der wissen, dass der mit den beiden da nicht was nicht stimmt? Verstehst du, wie ich meine? So, ja. Chronologisch passt das nicht ganz. Gut. Oder vielleicht hat er dich erkannt. Aber der trotzdem, da fehlt noch ein kleines bisschen Text. Schon. Irgendwie ist. Also, ich sehe den Zusammenhang nicht. Ich sehe es einfach nicht. Nee, ich weiß, was du meinst. Jo. Ein ganz kleines bisschen fehlt. Hm? Macht ihr das? Nee. Nee? Nee. Bill sagt, los, Ben. Ben sagt, okay. Ja, los, Ben. Okay. Verschmelzen. Fusion. Blöd. Oh mein Gott. Das ist der ultimative Ninja. Er macht den Shuriken. Nein. Nein, ich hasse die Shuriken. Böse. Was ist los? Was ist los? Oh nein. Nein. Das hängt. Nein. Oh mein Gott. Das ist blöd. Keine Rückmeldung. Ich guck mal auf den Server. Server sagt Ahmed left. Was? Ahmed. Kill Bill cut too many timeouts. Oh, Kill Bill. Ja, nein. Ahmed connected. Mary timeout. What? Nee. Wer ist Ahmed? Mary Timeout, Kill Bill Timeout, Pig Hunter Timeout. Da steht's. Hallo? Da, Timeout. Ja. Kill Bill? Du hattest einen Timeout. Jetzt hier nochmal. Wer holst du den raus? Das ist die Frage. Was? Ja, du. Ja, okay. Ich. Wie es in diesem Kampf weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana. Secret of Mana 2. Ja, der deutsche Übersetzung und so. Guck mal auf Secret of Mana 2.de und schau doch mal vorbei bei den snes-projects.de. Ja, genau. Ja. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss. Tschüss.